Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Chaos-Ossis. Mit mir dem Robert und ich spiele weiterhin Max Payne Nummer 2. Ja, bis jetzt habt ihr, in der letzten Folge habt ihr erfahren, Mona 6 war im Gefängnis. Jetzt ist sie wieder raus, ist abgehauen, Cleaner sind gekommen, Max Payne hat die Cleaner getötet und wurde von Wladimir Lem aufgegabelt und wurde zu Mona 6 Wohnung gebracht. Was jetzt passiert? Werden wir einfach mal schauen. Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will, von Max Payne. Eine Zigarette, ein Whisky, dass die Sonne scheint. Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. Oh ja. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Das kann ich verstehen. Los geht's! Leg sie um! Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Zu mir oder zu dir? Zu mir. Oh ja. Oh ja. Monas Playground. Hier lang! Ausgerutscht. Autsch. Max! Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwirrt. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. So, erst einmal speichern. Jungs, ihr solltet euch eins merken. Legt euch nicht mit mir an, wenn ich verletzt bin. Findet sie und legt sie um. Den Kopf und die Killernutte. Keine Umschweife, das hat der Boss gesagt. Egal. Hey, was zum Teufel? Alles fällt um! So geil. Wow. Das war... Scheiße. So cool. Ah, der Dummer. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich gehe da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbahn für Kinder. Ist das cool. Die Bitte. Wir sind verloren. Der Angriff der schlecht gemalten Pappkiller. Ich sag's dir, ich hab kein gutes Gefühl dabei. Ich halte deine Hand und verscheuche alle bösen Monster. Ich fühle mich schon... Deckung! Lauf! Bin? Oh. Du bist tot, Pain. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Ah, bin ich nicht. Achtung! Ein Headshot vom Feinsten. Ja, ich weiß, ich spiele ein Killerspiel. Ich schnapp mir, gebe mir gleich eine Waffe. Ich schläg gleich eine Waffe und dann geht's los. Das war eine Explosion. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Oh ja, Monas Playground.
Da! Sie ist da oben! Und die Musik. Achtung! Jetzt! Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Okay. Leute, nicht wundern, aber die Musik muss ich jetzt einfach lauter machen, weil die einfach toll ist. Max Payne! Garagenkulisse. Ich lass dich durch. Max, Cleaner weiter vorn. Ich bin die Deckung. Okay. Nochmal neu machen, wenn ich dich gespeichert habe. Findet sie und legt sie um. Den Kopf und die Killernutte. Keine Umschweife, das hat der Boss gesagt. Ist in Ordnung. Ich mache ja schon. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich gehe da nicht rein. Sorry Leute, ich muss jetzt mal kurz rushen. Ist doch nur eine Geisterfahrt. Ist das cool. Tschüss. Hilfe, wir sind verloren. Der Angriff ist schlecht gemacht. Ich fühle mich schon viel besser. Ah, nee, ich mit einem Schlag. Stirb, Pain! Nice. Wenn ich hören will, muss fühlen. So wird das gemacht. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Ein Eingriff von oben. Zu schnell vorbei. Du bist... Hier richtig, Leute, jetzt räume ich mal richtig auf. Max, die Garagenkulisse. Ich lass dich durch. Ist richtig. Lass mich mal durch. Max, Cleaner weiter vor. Ich bin Deckung. Okay. Okay, erstmal speichern. So, ja, der Deckel. Das gibt's doch nicht. Verdammt, ich dachte, jetzt kommt einer. Genau den meine ich. Hinterher! Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davonrasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. That's correctly. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht.
Okay. Wir sind in den Van der Cleaner und fahren jetzt zu ihrem geheimen Versteck. Wollen wir mal schauen, was dann passiert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Liked sie, teilt sie, abonniert uns und kommentiert, was das Zeug hält. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.